Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ein Mann und seine Routine mein Leben so verändern kann. Also ich kann wirklich sagen, dass Andrew Hubermans Routine bei mir Sachen ausgelöst hat, die ich davor noch nie erlebt habe. Aber erstmal, wer ist Andrew Huberman? Dr. Huberman ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler an der Stanford University. Er ist wahrscheinlich der brillanteste Kopf aus der Nische der Selbstoptimierung. Er hat YouTube, Instagram und TikTok in den letzten Monaten absolut dominiert durch seinen Podcast und sein Wissen über Neurowissenschaften. Wer ich bin? Ich studiere Medizin, ungefähr in der Hälfte vom Studium, und bin auf der Suche nach einer neuen Routine, die es mir ermöglicht, Studium, YouTube und meine Podcasts unter einen Hut zu bekommen. Mein Name ist Henry und in den letzten 30 Tagen habe ich Andrew Huberman wirklich komplett kopiert. Ich musste eine Routine finden, die mir ein Gleichgewicht zwischen dem Studium, Privatleben und meinen Kanälen ermöglicht. Eine Routine, die dafür sorgt, dass ich nicht in meinem Leben und im Stress ertrinke und entspannt durch meinen Tag gehen kann. Um die nächsten 30 Tage meines Lebens zu planen, habe ich jedes einzelne Wort von Herr Huberman verfolgt und hunderte Stunden seines Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchgehört. Und dass wir das Ganze noch ein bisschen heftiger machen, packen wir die Routine noch auf Steroide, und damit sieht der Plan folgendermaßen aus. Wir beginnen mit der Phase 1, indem wir jeden Tag zwischen 5 Uhr und 5:30 Uhr aufstehen, also sogar früher als Andrew Huberman das eigentlich empfiehlt. Dann stehen wir auf und schreiben erstmal auf, wann wir aufgestanden sind jeden Tag, um das zu dokumentieren. Dann holen wir uns ein großes Glas Wasser mit ein bisschen Salz und gehen 10 Minuten raus an die frische Luft spazieren und bekommen unser natürliches Sonnenlicht. Dann gehen wir ins Fitnessstudio und kommen ein bisschen in Bewegung, um uns dann bewusst einer kalten Belastung in der Dusche auszusetzen. Und dann kommt erst der lang ersehnte Koffeinkonsum, etwa 60 bis 90 Minuten nach dem Aufstehen, und sollte uns dann jeweils 90 Minuten Fokus liefern, um motiviert arbeiten zu können. Der nächste Schritt unseres 24-Stunden-Zyklus ist Phase 2, in der wir unsere natürlicherweise höheren Serotoninwerte und niedrigeren Adrenalinwerte nutzen. Wir machen eine Pause, essen zum Mittag, nehmen uns 5 bis 20 Minuten Zeit, um etwas zu tun, das wir gerne tun, wie zum Beispiel am Handy zu scrollen, und dann geben wir unserem Gehirn die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, indem wir eine No-Sleep-Deep-Rest-Session machen. Der letzte Schritt unseres Zyklus ist dann Phase 3, dazu dann später mehr. Am Ende schreibe ich mein Energielevel und meine Laune von 1 bis 10 auf, und das vergleichen wir dann auch mal am Ende des Videos. Hier kommen die Regeln für die nächsten 30 Tage. Kein Essen vor dem Mittag, weil wir intermittierend fasten. Keine Ablenkung von unserem Handy am Morgen und auch generell das Handy nur zu festen Zeiten. Und bei jedem Regelverstoß stehe ich 30 Minuten früher auf. Und natürlich keine freien Tage, egal wie schwer es wird. Da ich weiß, wie ungeduldig ihr seid, wenn ihr dieses Video hier gerade guckt, gebe ich euch jetzt schon mal die Conclusion von allem, dass ihr nicht bis zum Ende gucken müsst. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich jemals in meinem Leben so extrem produktiv sein kann. Was ich auch nicht erwartet habe, ich habe davor gedacht, dass mich das irgendwie unglücklich machen wird, dieser geregelte Ablauf. Aber tatsächlich, währenddessen habe ich gemerkt, dass genau das Gegenteil passiert ist. Mein Energielevel war um Welten höher, und das hat sich dann auch auf meine Leistung ausgewirkt, und ich konnte viel schneller meine Aufgaben im Studium erledigen. Ich muss sagen, die ersten 5 Tage waren einfach. Ihr kennt das, man macht etwas Neues, hat Motivation und Euphorie und alles ist neu. Und dann kam eine nicht so gute Phase, in der ich gemerkt habe, wie ich immer weniger Lust auf das alles hatte und gedacht habe, wieso mache ich das überhaupt? Aber meine Community kennt den Grundsatz, Consistency is key. Also habe ich es durchgestanden, und tatsächlich die letzten 15 Tage waren dann wirklich geil und ich konnte richtig die Effekte merken, wie ihr später sehen werdet. Aufgewacht bin ich um etwa 4:45. Ich habe direkt, um Momentum zu bekommen, einfache Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel mein Bett zu machen, um meinen Körper in Gang zu bringen. Das erste, was ich danach gemacht habe, ist mein Glas Salzwasser aufgefüllt, um die Verbindung zwischen meinen Neuronen zu stärken. Dann habe ich meine Kleidung angezogen, die ich den Tag davor zurechtgelegt habe, mir die Schuhe angezogen, und dann ging es auf den Spaziergang. Und wie man sieht, es war noch ziemlich früh, also man hat auch den Sonnenaufgang gesehen. So, Freunde, wir haben 5.30 Uhr. Ich bin noch etwas müde, aber so langsam merke ich, fahre ich wieder ein bisschen mehr hoch. Ich mache jetzt den Morgenwalk, den Andrew Huberman empfiehlt, einfach um den Körper in Schwung zu bekommen, in Bewegung zu kommen und um natürliches Sonnenlicht zu kriegen. Wie man sieht, bisschen schwer, weil Deutschland, ihr kennt es, ich hätte mir mehr Licht heute Morgen gewünscht, aber gut, genau. Und man merkt auch tatsächlich, dass man direkt ein bisschen mehr hochfährt und ja, ein bisschen fitter wird. Die ersten 10 Minuten nach dem Aufstehen sind ja übel.
Ich füge eine 10 bis 15 Minuten Meditationssession ein und bringe dadurch Fokus in die Morgenroutine. Dann ist es etwa 6 Uhr und es wird Zeit, dass ich meine Sportsachen anziehe und mich auf den Weg ins Gym mache. Auch hier habe ich meine Gymtasche und alles direkt gepackt, dass ich morgens so wenig Resistance wie möglich habe, das Zeug einfach zu nehmen und loszugehen. Über die 30 Tage trainiere ich jeden Morgen etwa 45 Minuten und habe mir dafür extra einen neuen 30-Tage-Plan geschrieben mit 6 geplanten Rest-Days. So, Gym-Session ist fertig. Jetzt geht's nach Hause und an die kalte Dusche. So, Gym-Routine ist getan. Die erste Session ist gemacht. Was ich bei mir bemerkt habe und was ich auch bei ganz vielen anderen gesehen habe, ist, dass ein ganz großes Problem dieser Routine ist das intermittierende Fasten und das Training. Weil mir fehlt zum Beispiel während dem Training so die Kraft und ich merke richtig, wie meine Muskeln einfach schrumpfen, weil mir einfach die Kohlenhydrate und die Proteine fehlen morgens. Und was auch noch echt ein Problem ist, das merke ich wieder jeden Morgen, dieses frühe Aufstehen, dieses extrem frühe, das ist einfach wirklich eine Belastung für mich. Aber jetzt haben wir 7 Uhr und das bedeutet, es wird Zeit für die kalte Dusche. Ich begann mit meiner kalten Dusche. Dieser Teil war für mich der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, aber auch genau der, vor dem ich mich am liebsten drücken würde. Ich verspreche euch, 30 Tage lang hatte ich dasselbe Gefühl. Ich hatte nie Bock darauf, es war so eine Überwindung. Bester Trick, dass man bei der kalten Dusche nicht so krass hyperventiliert, ist, dass man das Wim Hof Breathing davor macht, also 30 Sekunden davor tief ein- und ausatmen und dann ein bisschen Luft anhalten und dann hyperventiliert man nicht so sehr. Dr. Huberman stellt die Vorteile der kalten Dusche auf verschiedene Weise dar, aber die beiden wichtigsten, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind die Tatsache, dass die tägliche Kälteeinwirkung den Dopaminspiegel im Körper erhöht und dass die Widerstandskraft bzw. Disziplin enorm gestärkt wird. Endlich jeden Morgen nach dieser lang ersehnten Durststrecke gibt es das erste Koffein, weil Dr. Huberman sagt, die erste Stunde nach dem Aufstehen kein Koffein zu sich nehmen, weil das eben die Adenosinrezeptoren blockiert und wir so mittags in ein Müdigkeitsloch fallen können. Und genau das ist dann auch der Startschuss für meinen täglichen Lernblock von etwa 90 Minuten. Den machen wir dann nach dem Vorbild des ultradianen Zyklus. Unser Körper folgt einem Zyklus, der uns immer für einen Zeitraum von 90 Minuten konzentriert arbeiten lässt, bevor eine langsame Abnahme stattfindet, den wir jetzt einfach mal Heilungsprozess nennen. Der dauert dann etwa 20 Minuten an, bis wir wieder bereit sind, konzentriert 90 Minuten zu arbeiten. Das Gute an dem allen war, dass ich während des Monats viele Dinge zu lernen hatte und ehrlich gesagt diese 90 Minuten sehr, sehr schnell vorbeigingen. Gegen 13 Uhr stoppe ich dann die Lerneinheiten, um die erste Pause zu machen und das erste Essen genießen zu dürfen. Ich habe die Zeit immer genutzt, um vorzukochen. Reis, Hühnchen und Theka-Gemüse sind perfekt. Zugegeben, da ist dann schon einiges an Kohlenhydraten dabei, aber ich muss einfach sagen, ich brauche diese Kraft mittags und besonders, weil ich sehr schnell Muskeln abbaue, habe ich mich hier nicht ganz an den Plan von Andrew Huberman gehalten. Dann kommt nach dem Essen die Phase, in der ich meistens ziemlich unmotiviert und müde werde. Da habe ich mir dann aber auch mal gegönnt, ans Handy zu gehen, weil den ganzen Tag durchziehen ohne geht dann auch wieder nicht. Und man braucht auch immer Phasen, wo man sich was gönnt. Nach etwa 20 Minuten ist dann Zeit für die Non-Sleep Deep Rest Phase. Für mich ehrlich gesagt, und ich habe auch andere Videos von YouTubern gesehen, die das getestet haben und dasselbe gesagt haben, mit die härteste Phase in diesen 30 Tagen. Im Grunde ist diese Non-Sleep Deep Rest Phase eine Art Mittagsschlaf, nur ohne das Schlafen und du bleibst eigentlich bei der Sache, aber entspannst dich. Oft ist mir das aber passiert und an ein, zwei Tagen habe ich meinen Wecker nicht gehört und dann ein, zwei Stunden durchgepennt. Aber ich war ready. Ready für den zweiten Block und hier habe ich immer all meine Arbeit erledigt, die auf dem Plan stand. Videos schneiden, Videos skripten, Podcasts einplanen und mich um mein Unternehmen Med Students kümmern. Das übrigens für dich was sein könnte, falls du Medizin studieren willst. Der zweite Block ging dann bis ungefähr 18 Uhr, bis ich dann für mein Abendessen gekocht habe. Hier habe ich mir auch ehrlicherweise manchmal was gegönnt, was uns auch schon zu meinen Fehlern innerhalb der 30 Tage bringt. Das größte Problem war tatsächlich alles rund um das Thema Schlaf. Ich habe morgens ab und zu verschlafen, wodurch sich dann der komplette Zeitplan verschoben hat und ich dann keine Zeit zum Beispiel mehr für das Gym hatte. Und an den Tagen habe ich dann einen natürlichen Rest-Day eingeplant und habe mich so nochmal gerettet. Ich bin auch ehrlich, es gab auch ein, zwei Tage, an denen ich morgens nach dem Aufstehen einen Kaffee getrunken habe, einfach weil ich so müde war und es nicht ausgehalten habe und dann ja,
habe ich dann doch einen Kaffee getrunken. Ja, man könnte das als Versagen sehen für die Challenge, aber ich wollte mit euch sowohl die Sachen teilen, die gut geklappt haben, als auch die, bei denen ich versagt habe, um das alles so ein bisschen echter zu machen. Kommen wir also zu einer Zusammenfassung der 30 Tage. Diese Routine hatte wirklich eine heftige Auswirkung auf mein Leben. In erster Linie habe ich mich deutlich, deutlich energiegeladener gefühlt durch den ganzen Tag. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich einfach viel mehr Disziplin habe und mir dieses Momentum über den Tag aufbauen kann. Und Dinge wie ans Handy gehen zwischendurch beim Lernen, das sind Sachen, die mir nicht mehr passiert sind, weil ich wirklich diese Art Momentum von Anfang des Tages bis Ende des Tages hatte und kleine Ablenkungen einfach nicht mehr so eine starke Anziehung auf mich hatten. Und genau das ist auch, glaube ich, das, was du mit diesen Duschen, kalten Duschen am Morgen oder dem Training trainierst, dass du einfach resistant wirst für bestimmte Ablenkungen oder Dinge, die in Anführungszeichen gut tun, aber schlecht für deine Routine sind. Was ich auch gemerkt habe, ich war tatsächlich, und das vor allem morgens, viel glücklicher. Ich glaube, ein großer Grund dafür ist auch wieder dieses natürliche Anheben des Dopaminspiegels. Durch den Spaziergang, durch das kalte Duschen, durch das Trainieren am Morgen. Das sind alles Dinge, die deinen Dopaminspiegel natürlich steigern. Während dem Training, muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich deutlich weniger Kraft. Das liegt, glaube ich, vor allem aber auch daran, dass ich gewöhnt bin, eigentlich abends zu trainieren. Was das Sonnenlicht angeht, war an den Tagen, an denen tatsächlich welches da war, was ja in Deutschland nicht immer der Fall ist, habe ich gemerkt, dass mein Energielevel so ein bisschen gehoben wird und mein Körper einfach schneller hochfährt und in diesen Arbeitsmodus reinkommt. Also werde ich die Routine weiterführen? Ja und nein. Das Aufstehen um 5 Uhr oder 5.30 Uhr ist für meinen Körper einfach zu früh. Ich muss ehrlich sagen, nach 30 Tagen, mein Körper hat sich null daran gewöhnt und jeden Morgen extrem dagegen gewehrt. Also werde ich in Zukunft, denke ich, erst gegen 6.30 Uhr bis 7 Uhr aufstehen. Was das Training angeht, ja, hier werde ich versuchen, an den Tagen, wo es klappt, morgens zu trainieren statt abends, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass das dein Energielevel und dein Potenzial für den Tag steigert. Wobei ich an der Stelle aber auch sagen muss, ich möchte ja eigentlich auch Muskeln aufbauen. Das heißt, das intermittierende Fasten kommt mir dann nicht so entgegen. Deswegen werde ich das in Zukunft wahrscheinlich so machen, dass ich dann nach dem Training trotzdem noch einen Eiweißshake trinke. Also dieses intermittierende Fasten werde ich nicht mehr komplett so durchziehen. Hier kommt einmal mein Vergleich der verschiedenen Mood-Level. Also man sieht am Anfang ziemlich gut. Dann kam diese Phase, wo es so ein bisschen eingeknickt ist. Und dann gegen Ende wurde es immer besser. Was ich wirklich nice fand, war sowohl das Meditieren am Morgen, als auch diese Non-Sleep Deep Rest Session mittags. Wobei ich hier sagen muss, ich bin ja wie gesagt öfter mal eingeschlafen. Das heißt, ich glaube, ich werde das durch ganz normales Meditieren mittags ersetzen. Und um das Ganze so ein bisschen abzurunden, ein Zitat, das ich wirklich passend fand. Routine is not a prison, but the way to freedom from time. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet euch was für euch selbst mitnehmen. Und werde das vielleicht in eure Routinen einbauen. Ansonsten lasst gerne ein Like da. Ihr könnt hier mein Video über Lernmethoden schauen, falls ihr euch dafür interessiert. Und den Kanal abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.